Lieber Gregory Perelman, seit ein paar Jahren verfolge ich in der Presse, wie Sie sich gegenüber den akademischen Ritualen und Zumutungen, Preisgeldern und Auszeichnungen verweigern. Leider sind meine mathematischen Kenntnisse zu gering, um jemals Ihre Forschung begreifen zu können. Dennoch gibt es einen Punkt, der mich als Künstlerin interessiert. Der Denkraum als Ort der Schönheit. Ihre selbstlose Haltung gegenüber Macht, Geltung und Reichtum hat dabei etwas Erlösendes und ist geradezu deckungsgleich mit der Selbstvergessenheit ihres Denkens. Das größte Glück Verständnis von Schönheit ändert sich. In der platonischen Philosophie ist es so, dass die Welt der Mathematik an sich existiert und wir sie erkunden. Aber es ist besser zu sagen, dass die Mathematik nicht wirklich existiert. Es ist nicht so, dass man da eine Tür öffnet und dann einen neuen Raum anschaut und so weiter. Es gibt keine Tür. Es gibt keine Tür.
gibt's keine.